Hey Leute, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Simon, und ich begrüße euch herzlichst auf eine Runde Dropzone auf der Karte der Dome. Dabei habe ich heute meine Teammates Canix, Rubber Duck, Stecken und wollte euch gleich von vornherein mal fragen: Hey, was haltet ihr eigentlich von der Art Kameraeinstellung? Findet ihr okay? Findet ihr nicht okay? Ich habe mal gedacht, ich sage, komm, bei Dropzone oder Absprungzone ist halt einfach so, da findet halt alles recht zentral statt. Also immer gerade da, wo halt die Absprungzone ist. Und da dachte ich so: Hey, komm. Probier's halt einfach mal mit dieser Vogelperspektive aus, weil man kriegt halt diese ganze Action nicht immer so mit, wenn man in der Ego-Perspektive ist. Ey, wenn, je nachdem, wenn ihr das jetzt mögt, sagt, ey, das geht gar nicht, mal lasst den Scheiß. Oder hey, klar, finde ich viel geiler wie die Ego-Perspektive, dann lasst mir einfach einen Kommentar, wie ihr das findet. Findet ihr das cool, findet ihr das schlecht? So, dann gehen wir mal einfach ein bisschen in die Materie Dropzone rein. So wie ihr seht, Bei dem Spielmodus Dropzone geht es einfach darum, diese Absprungzone zu erobern und zu halten. Die Absprungzone wird gekennzeichnet durch diesen roten Rauch und durch diesen sich roten drehenden Ring. So, der Ring zeigt einfach nichts anderes an, wie der Position, wo der Heli die Vorräte fallen lässt. Punkte kriegt man in dem Spielmodus so, indem man einfach pro Sekunde, was jedes Teammitglied in dieser Zone liegt, sage ich mal, kriegt man 20 Punkte pro Sekunde. Und alle 15 Sekunden lässt der Heli Vorräte fallen. Die Vorräte sind willkürlich, das kann alles Mögliche sein. Ballistikwestentasche, eine Drohne, eine Reaper, eine Predator-Rakete etc. So, dadurch, dass man pro Sekunde 20 Punkte kassiert und man halt 7500 zum Gewinn braucht, ist es natürlich vorteilhaft, wenn dementsprechend viele von eurem Team da drin sind. Das heißt also, wenn 3 bis 4 Mitglieder drin sind, sind es halt keine 20 Punkte, sondern 80 Punkte, was ihr pro Runde bekommt. Also pro Sekunde, sorry. So, das heißt aber natürlich nicht zwangsläufig, dass jedes Teammitglied mit drin sein muss. Wir haben es auch schon mal so gemacht, dass man sich einfach aufteilt. 2 gehen auf Kills, halten die Zone frei, die anderen 4 sammeln. So, wenn ihr jetzt diese Kampfdrohne seht, erschlagen worden von der Kiste. Und das ist gleich mein erster Tipp. Bitte legt euch nicht in diesen sich drehenden roten Kreis rein. Da seid ihr auf jeden Fall tot, wenn die Vorräte fallen, weil die Kiste fällt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, also quasi immer, in diesen roten Kreis rein. Wenn ihr also da drinnen liegt, seid ihr einfach tot. Klar, der Juggernaut weiß ich jetzt nicht, der kann es überleben, will ich jetzt aber nicht meine Hand unbedingt ins Feuer dafür legen. Was auch noch wichtig ist, ist das Thema Fahrzeuge, die sich um die Absprungzone befinden. Wir sind haufenweise unnötige Tote gestorben, weil wir einfach in der Nähe von diesen Fahrzeugen gelegen sind und es einfach versäumt haben und einfach nicht dran gedacht haben, da vorher die Fahrzeuge kaputt zu machen. Das heißt also, wenn ihr die Karten dann kennt und wisst, wo diese einzelnen Abwurfzonen kommen, dass ihr da einfach mal eine Semtex reinschmeißt oder eure Splittergranate und diese Dinger einfach vorher schon zum Bersten bringt, dass sie kaputt gehen. Das erspart euch einfach einen Haufen Kills und unnötige Tode. Sorry, man schwitzt sich von Kills. Einfach einen Haufen unnötige Tode, weil wenn es nur ihr seid, dann ist es ja vielleicht noch irgendwo vertretbar. Aber wenn es halt mal 3, 4 von euren Leuts mit da hochgehen, weil ihr es einfach versäumt habt, dumm gelaufen. Weil das sind dann einfach ein paar Sekunden, bis ihr bei der nächsten Zone seid, die das gegnerische Team schon hatte zum Punkte sammeln. So, das waren jetzt so mal die ersten 1, 2 Tipps. Ich meine, für die Profis oder die, wo Absprungzone öfter spielen, ist das natürlich jetzt nichts Neues, weil das werden die schon kennen. In dem nächsten Video werde ich mit Sicherheit noch ein bisschen näher drauf eingehen, was halt noch so ein paar Sachen sind, wo man am besten Punkte sammeln kann. Aber da gehe ich beim nächsten Mal drauf ein. Ich hoffe, euch hat das kleine erste Video gefallen zum Thema Absprungzone. Ich würde mich freuen darüber, wenn ihr mir ein Like da lassen würde, wenn es euch gefällt, und natürlich ein Dislike, wenn es euch nicht gefällt. Aber wenn ihr irgendwelche Anregungen, Wünsche oder so habt, lasst es einfach da. Ich werde natürlich schauen, dass ich die Dinge so gut wie möglich umsetzen werde. Und natürlich noch, hey, ein dickes Merci und an meine ersten beiden Abonnenten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, dem Rest gefällt es natürlich auch. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns einfach beim nächsten Video und würde sagen, haut rein, Leute, bleibt anständig. Ciao, ciao.